Christian, du bist ja letztes Jahr vom TV Miesbach, der leider, muss man sagen, zurückgezwungen hat, hier zum AC Penzberg gewechselt. Hattest die ersten Kämpfe auch in der Bezirksliga und bist dann erstmals eingesetzt worden gegen Heilbeck-Moos damals und hast du eigentlich den Wahnsinnsauftakt gehabt. Was war das für ein Gefühl, erstmals in der Oberliga und dann gleich einen Schultersieg gegen Thomas Kopp? War es damals da sogar? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt in der Oberliga zum Ringen wie davor unten. Aber natürlich dann, wenn man sein Debüt so feiern kann, ist halt. Das macht schon Spaß, ja. Das heißt, du selber merkst auch den Unterschied zwischen der Bezirksliga und der Oberliga, rein leistungstechnisch von den Gegnern ja schon, oder? Natürlich, natürlich. Also in der Oberliga, da gibt es halt keine schlechten Leute mehr. Du musst dich auf jeden Kampf voll vorbereiten und es ist einfach, du musst viel mehr, viel stärker präsent sein und es ist einfach eine andere Liga einfach, wie man schon so sagt. Ja. Man muss sich auf jeden Gegner gleich vorbereiten, man muss immer voll konzentriert in den Kampf reingehen und das ist das Wichtigste, dass man einfach vorbereitet ist auf alle Eventualitäten. Wieder zum Heimkampf oder von Miesbach. Ich habe gesehen, die Eltern sind auch oft dabei und schauen zu, feuern dich an. Du bist ja und bleibst ja auch Miesbacher, aber wenn man dich so sieht, auch neben der Matte in der Mannschaft, man hat den Eindruck, du kämpfst hier seit Jahren. Du scheinst dich ja auch wohlzufühlen beim AC Penzberg. Ja, die Wegstrecke, die ist da eigentlich nebensächlich. Ich fühle mich hier wohl, ich bin hier so aufgenommen worden, das ist wirklich erstaunlich. Das wäre wahrscheinlich bei keinem anderen Verein so gegangen und auch nicht nur jetzt hier bei den Heimkämpfen auf der Matte, auch Training oder dann nach den Kämpfen. Es ist einfach, ich fühle mich auch selber, als wäre ich schon viel länger hier.